da sind wir wieder. Willkommen bei The Nosy Rosie. Hier ist wieder die Jen. Ja, diese Woche noch mit dem alten Intro-Dingensbummens. So, nächste Woche vielleicht schon mit einem neuen für alle, mit einem gemeinsamen Intro. Wir werden sehen. Und ihr dürft gespannt sein, ob das klappt nächste Woche. Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein und ich habe euch irgendwie total vermisst und es war irgendwie total kurios, sonst hat man immer so wenig Zeit oder bei mir war es so, ich habe immer so wenig Zeit und ja, dann ist es stressig, ein Video zu machen manchmal und die letzten drei Wochen, okay, ich hatte auch wenig Zeit, aber irgendwie saß ich dann mittwochs trotzdem da und dachte, ich will ein Video drehen, ja, nein, aber... Wir haben die Zeit überbrückt, wir sind wieder da und ja, ich freue mich schon auf die nächste Zeit. Und ich glaube, wir haben alle wieder ein bisschen mehr Elan getankt und ja, es wird ein paar Neuerungen geben und ich hoffe, es wird tolle neue Themen geben und es wird bestimmt schön. Und ja, dazu wollte ich erstmal noch was sagen zu dem Thema Videohäufigkeit und so. Es war ja immer so, dass natürlich nicht jeder immer ein Video hochladen konnte und das war meistens auch okay. Manche von euch haben sich darüber geärgert. Wir haben uns selbst auch geärgert und wir haben dann nochmal darüber nachgedacht und es ist uns einfach klar geworden, der Anspruch, jede Woche ein Video zu drehen und dass jede Woche ein Video zu drehen, das geht auch gar nicht. Das ist wirklich was einfach nicht möglich ist. Das ist unser Hobby und wir können nicht jede Woche ein Video immer drehen. Deswegen jetzt einfach nur noch mal ganz kurz klipp und klar gesagt, das ist nicht mehr unser Anspruch. Wir sagen jetzt einfach, wir versuchen so oft wie möglich ein Video hochzuladen. Das ist für uns besser, weil dann fühlt sich niemand gezwungen, ein Video hochzuladen, auch wenn sie vielleicht gar keine Zeit hat oder sonst was dazwischen kommt. Das ist dann besser für die Videoqualität, weil dann nur Videos entstehen, die wirklich, ja, zu denen man Zeit hat und zu denen man sich auch informieren kann oder so. Und es ist auch fairer euch gegenüber, denn euch zu versprechen, wir laden jede Woche ein Video hoch, das ist unfair und da, klar, könnt ihr sauer sein. Und das sagen wir einfach, wir laden halt nicht jede Woche ein Video hoch, sondern jede dann, wenn sie kann. Und da wir jetzt wieder vollständig besetzt sind und es für jeden Tag eine Rosie gibt, sollten dabei trotzdem in jeder Woche sicherlich noch einige Videos zustande kommen. Von daher denke mal, das ist für alle gut so. Naja, okay. Ich bin irgendwie total aufgeregt, das ist schon so lange her. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, Intro habe ich schon gesagt. Gibt es nächste Woche wahrscheinlich ein neues. Diese Woche haben wir so ein kleines lockeres Thema. Achso, nein, was ich noch zuerst sagen wollte. Willkommen 4v4, Riem. Ja, willkommen im Team. Ich denke, du bist eine gute Ergänzung für uns. Und ja, ich bin gespannt und es wird bestimmt schön, deine Videos zu sehen. Das hat sich gerade ein bisschen schmalzig angehört. Naja. Okay. So, dann zu unserem kleinen Wochenthema, CSD. Ich sag schon wieder ständig, unser Wochenthema, CSD. Ja, CSDs, sind sie denn noch richtige Demonstrationen oder einfach wirklich nur eine Party? Und ich habe mir Gedanken gemacht, klar, von uns aus, wir sagen, ja, okay, klar, wir demonstrieren auch noch ein bisschen, wir halten ab und zu ein paar Schilder hoch, da steht dann drauf, gleiche Rechte für alle und so ein Blödsinn, so gute Sachen. Und, aber wie wird das von außen wahrgenommen? Und ich glaube wirklich, dass die meisten Heteros, die das so von außen sehen, die das vielleicht auch zufällig mitbekommen, weil sie gerade in der Stadt sind und das hat ein CSD, ich glaube, die nehmen das nicht als Demo wahr. Und die sehen einfach nur die Party, die sehen die nackten Leute, die da rumhüpfen, die bunten Kostüme und denken, oh Gott, was sind das für Freaks? Und
nehmen nicht wahr, okay, die wollen jetzt, dass sie gleich sind, dass wir gleichberechtigt werden und die wollen die gleichen Rechte. Das merkt doch kein Mensch, der da neben dran steht. Das kriegt doch kein Mensch mit. Also ich glaube, das ist echt sich ganz schön doch in die Party-Richtung entwickelt hat. Und dass es schade ist, dass was nicht so ankommt, wie wir wollen. Weil ich glaube wirklich, dass es nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass die Leute irgendwelche verrückten, halbnackten Menschen auf der Straße sehen und denken, ja, okay, die sollten die gleichen Steuerrechte bekommen wie wir. Da denkt doch keiner, so einen Gedanken hat doch keiner. Also, ja. Naja, aber andererseits bin ich natürlich auch dabei und mache auch gerne die Party mit und wisst jetzt auch nicht, vielleicht sollte man zwei verschiedene Sachen machen. Einmal richtig demonstrieren, einmal Partyumzug machen oder so. Aber gut, ich denke, die meisten kämpfen auch so viel für die Gleichberechtigung, weisen einfach so die Leute auch drauf hin im Gespräch mit Bekannten oder so oder tun was in der Politik oder wie auch immer. Ich glaube, wir kämpfen schon genug dafür. Und wenn dann der CSD dann ein bisschen in die andere Richtung geht und das Ganze nicht so abdeckt, dann, naja, gut, dann finde ich es auch nicht so tragisch. Denn langsam wird's ja, ne? So. Okay, das war mein Statement zum CSD. Und apropos CSD. Ja, am 6. August, ich hoffe, das ist jetzt richtig, ich glaube ja, ist ja der CSD in Hamburg. Und ich werde auf jeden Fall da sein. Und ich hoffe, ihr auch. So, und damit das auch alles klappt und wir uns gegenseitig finden und so, erkläre ich euch jetzt, wo ihr mich bzw. uns finden könnt. Achtung! So, oh, falsches Outfit. So, ihr Lieben. Also passt gut auf. Das ist Hamburg. Habt ihr alle sicher schon mal gesehen, kommt euch bestimmt bekannt vor. Da haben wir die Alster, da oben ist die Außenalster und unten die Binnenalster. Ja? So, zoomen wir mal ein bisschen ran. Da haben wir den Hauptbahnhof, von dem die meisten sicherlich kommen werden. Da so irgendwo verläuft die Parade, ne? Zu der wir uns aber auch noch nicht sehen können, denn ich werde auf dem Truck also auf dem Elbit-Truck sein, nicht wahr? So, zoomen wir mal zum Jungfernstieg. Hier haben wir den Jungfernstieg. Unten an der Binnenalster, dort endet die CSD-Parade am 6. August, am Samstag. Hier haben wir dann das große Straßenfest. Das läuft hier einmal drumrum quasi an zwei Ecken um die Binnenalster. Und ja, da ist mal viel los und das ist sehr schön da. So, dann am Jungfernstieg, das sieht gar nicht mehr so aus wie hier auf diesem Bild. Dort ist nämlich eine große Baustelle. Da ist die Baustelle der neuen U4, der U-Bahn-Linie, die von dort aus bis zur Hafencity verläuft. Wenn ihr in Hamburg seid, geht in die Hafencity, super schön. Ich denke nicht nur für Architekturstudenten wie mich. So, okay. Da durch diese Baustelle die ganzen Alsterdampfer nicht dort am Steg halten können, gibt es einen temporären neuen Steg, der ist da. Ne? Da stehen dann die ganzen kleinen Dämpferchen und Schiffchen. Da sind die Schiffchen. Und genau am Übergang zwischen Jungfernstieg und diesem Steg, also dort, da werde ich nach der Parade sein. Und nicht nur ich, nein, auch Dunny wird da sein. Und gegebenenfalls auch die Hanna und vielleicht auch die Laura. Das wissen wir aber noch nicht genau. Auf jeden Fall werden Dunni und ich da sein und wir werden da, wo dieses orangene Kringelchen jetzt ist, sitzen und ein Bierchen trinken und hoffentlich das tolle Wetter genießen. Und also, wenn ihr uns sehen wollt, kommt nach der Parade dahin. So. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Merkt's euch. Wir sehen uns da. So. Ich hoffe, ihr habt Frau Dr. Müller gut zugehört und ihr wisst jetzt, wo wir sein werden, ne? Ich glaube, das ist nicht so schwer zu finden. Okay. Ja, ach so, genau. Und dann noch, bevor ich wieder mich mal im Unikram widme,
Laura hatte damit ja auch schon gestern angefangen. Sie hat euch die Aufgabe gestellt, stellt mir ganz viele Fragen. Das ist nämlich so, dass wir demnächst, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch später, ich weiß noch nicht genau, ein Wochenthema haben werden oder eine Runde machen werden, wo wir all eure Fragen beantworten. Also, das gilt nun auch jetzt. Also stellt mir eure Fragen, fragt alles, was ihr wissen wolltet, fragt, ja, normale Sachen, fragt zu Sachen, die ihr über mich wissen wollt. Egal, stellt irgendwelche Fragen und ich werde dann vielleicht alle beantworten. Kommt darauf an, was das für Fragen sind, nicht wahr? Ja, okay, so. Das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche bin ich nicht so aufgeregt und werde etwas ruhiger sein. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, die Jen.